Ciao zusammen und willkommen zum Wort am Sonntag. Mit dabei ist heute meine Hündin Lucy, wenn sie dann mal gucken würde. Ja, es ist kalt geworden, es ist Herbst geworden, die Blätter sind gefallen, also es ist echt Herbst. Boah, schön kalt. Gestern hat es den ganzen Tag mehr oder weniger einfach nur geregnet. Ich bin froh, dass es heute weniger so ist. Aber die Temperaturen sind natürlich schon ziemlich gesunken. Deswegen sitze ich hier auch schon in meinem Winterjacke draußen. Bin natürlich froh, dass es im Moment gerade nicht regnet. Heute habe ich ein bisschen länger geschlafen. Deswegen wird wahrscheinlich der Vlog jetzt auch nicht gleich um 11 Uhr erscheinen. Aber tat auch gut. Der Urlaub von meiner Familie ist jetzt definitiv vorbei. Die hatten letzte Woche die beiden Männer noch Urlaub. Morgen geht die Schule wieder los und natürlich auch für meinen Mann wieder arbeiten. Ich musste ja letzte Woche schon wieder ran, kommt der Alltag wieder. Mit der Zoe, ob sie trächtig ist, nach wie vor schwierig zu sagen. Wir haben ja erst Ende Monat den Termin für den Ultraschall. Sie hat ein paar Wesensveränderungen, haben wir festgestellt, so auch körperlich sind so zwei, drei Dinge, die tatsächlich auf eine Trächtigkeit schließen lassen könnten. Aber ich habe auch viel darüber gelesen, eben wegen Scheinträchtigkeit. Deswegen, ich darf mich einfach jetzt noch nicht festlegen und freuen, aber es sind schon einige Anzeichen, wo man ja vermuten könnte, dass da doch irgendwie was sein wird. Ja, vierbeiniges, kleines, süßes. Wir werden sehen. Ich kann es kaum erwarten, definitiv dann Bescheid zu wissen. Ja, was ist alles passiert? Letzte Woche kam in Black Desert eine neue Map-Erweiterung dazu, Odilithar. Das habe ich komplett durchgespielt, ist ein mega schönes Gebiet, das sie da aufgeschalten haben, ist auch zur Info kostenlos dazugekommen, für die, die damit liebäugeln, vielleicht auch Black Desert zu spielen. Die Story ist gar nicht mal so schlecht, ist so ein bisschen packend, ein bisschen traurig auch, also könnt ihr es gerne dann in meiner Playlist nachsehen, ich habe da alles vorgelesen. War nicht so eine Herausforderung, da war ich so ein wenig enttäuscht, das war schnell mal durch. Also hätte ich jetzt die Story nicht vorgelesen, wäre das ein Klacks gewesen, das komplett durchzuspielen. Die neuen Quests, es ist wirklich sehr Quatsch hier, Quatsch da und ja, quatschlastig. Also es wird wahnsinnig viel gesprochen, aber es lohnt sich wirklich, euch die Zeit zu nehmen, das durchzulesen. Es ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Für das neue Gebiet bin ich mit der AK einfach noch zu tief, da irgendwelche großen Sachen machen zu können. Aber ich habe noch so mega viel zu tun. Ich bin im Moment meine Rüstungen am Aufwerten. Ich bin am Schauen, dass ich vom Oasenset wegkomme. Da bin ich auf gutem Wege zum Glück. Und ja, also da, wir haben genug zu tun auf jeden Fall. Mit der Gilde auch alles gut. Wir haben da ein bisschen zusammen noch gespielt und jetzt sind wir am Gucken, dass die Kleineren dann nachziehen können und das neue Gebiet dann auch mit der Hauptstory besuchen. Da haben wir jetzt gerade das Wochenende, waren wir intensiv daran, einander zu helfen. Wenn ihr da beitreten möchtet, einfach gerne den Discord-Link hier oben beim Kanal nehmen und zu mir ins Discord kommen. Ich würde einfach wahnsinnig gerne zuerst mit euch ein bisschen Rücksprache halten und dann steht da eigentlich einem Gildenbeitritt nichts mehr im Wege. Farm Together kam noch. Nächste Woche weiß ich nicht. Ich war jetzt mit Black Desert so vertieft, dass ich Farm Together für nächste Woche noch nichts aufgenommen habe. Vielleicht habe ich heute noch Zeit. Aber ich denke, das muss ja auch nicht täglich kommen. Also ein, zwei Folgen die Woche sollten reichen. Ich bin ja dann noch meine 250er Farm am Aufbauen. Da möchte ich auf jeden Fall noch dran sein. Aber ich glaube, dass da wirklich mit ein, zwei Folgen die Woche das ausgeschöpft ist. Neues Event hat ja noch gestartet, da habe ich noch gar nicht reingesehen. Wie gesagt, Black Desert nimmt mich im Moment voll und ganz ein. Macht einen Riesenspaß nach wie vor. Ich gehe langsam gegen 1000 Spielstunden, ist ja schon fast peinlich. Aber naja, Spaß muss sein und ich hoffe natürlich, dass auch viele von euch da zu diesem Spiel vielleicht finden werden. Ich habe noch gelesen, dass 2020 sowieso Black Desert einen riesen Aufschwung hatte an Spielern. Also so schlecht kann sie dann doch nicht sein, wie viele meinen. Ansonsten weiß ich gar nicht, also in Zukunft, ich muss jetzt wirklich erstmal abwarten, was sich bei uns zu Hause tut, eben gerade wegen den Hunden. Das weiß ich in zwei Wochen und dann kann ich auch weiter planen, wie das laufen soll. Weil ich habe ein bisschen Bedenken, wenn jetzt ich irgendwelche Projekte in Angriff nehmen möchte, größere Projekte, und dann ist sie tatsächlich trächtig, werde ich hier genug zu tun haben, vorzubereiten. Und sobald, wenn die Welpen da sein sollten, werde ich nicht mehr zum Aufnehmen kommen. Deswegen eins nach dem anderen und so Schritt für Schritt
Ich werde euch natürlich jeden Sonntag auf dem Laufenden halten oder in meinem Community-Feed auf YouTube. Könnt ihr auch immer reinschauen. Falls sich irgendwas tut oder irgendwie neue Ideen und so sind, würde ich das da reinschreiben. Natürlich sind wir auch auf dem Discord willkommen, wenn ihr nicht Black Desert spielt. Da ist auch eine kleine Community. Da werde ich auch regelmäßig über die Videos informieren. Und da können wir auch mal schnacken. Das ist kein Problem. So, ich gehe jetzt wieder rein. Irgendwie ist es extrem kalt und ich will dann die Wärme, noch einen Kaffee. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!